VisiFit ist erstmal kostenlos im Oculus Quest Store erschienen und ihr kriegt heute in diesem Video meinen ersten Eindruck, wie diese Anwendung funktioniert, nur mit den Oculus Controllern, aber auch mit einem angeschlossenen Gerät. Wollt ihr wissen, wie ihr das Beste aus eurer Oculus Quest rausholt, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch hilfreiche Anleitungen und Tutorials hinterlegt, mit denen ihr eure Oculus Quest garantiert besser machen könnt. Wollt ihr allgemein nichts mehr verpassen zur Oculus Quest? Dann abonniert diesen YouTube-Channel. In der Zockstube gibt es nur Videos zur Oculus Quest. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu VisiFit. So, da ist der Ladebildschirm von VisiFit. Da, und wir kriegen direkt eine schöne Weltkarte angezeigt. Ja, eine Fitness-App, wo ihr durch die Street View-Daten die ganze Welt befahren könnt. Und das probieren wir jetzt mal aus. Was ich bis jetzt schon gemacht habe, ich musste mir einen Account anlegen, kann jetzt eine Woche kostenlos testen. Danach würde der ganze Spaß 8,99 € im Monat kosten. Ob es das wert ist, könnt ihr gleich selbst beurteilen, wenn ich euch das hier in diesem Video zeige. So, und wir haben jetzt hier Tutorials und ich starte mal mit dem Welcome-Tutorial, um euch zu zeigen, was das Game, was die Anwendung denn kann. Into virtual travel anywhere in the world. Ui. This tutorial will show you how to ride VisiFit with just your body, but you can also connect it to smart stationary bikes and other fitness devices. Also ist schon nett hier zu sein. Also man hat hier wirklich ein gutes räumliches Feeling, sag ich mal. Standing on the Exer board. It's like a Segway you can exercise on. Okay. To safely exercise, you need to be able to reach all the glowing orbs around you. Alle glowing orbs erreichen. Move to a more open spot in your room. Okay. And then hold down the Oculus Home button to recenter the Exer board. Notice that red lights and a warning sound will play when you're on the edge to keep you safely centered. Okay. Please reach out with your hand controllers to touch the orbs now. Tada! Alle Orbs angefasst. Gut. Continue. Wir sind jetzt hier irgendwie auf so einem. It determines how fast you'll travel by detecting the motion of your arms and head around the Exer board. Da unten wird halt gezeigt, wie hart wir trainieren. So könnt ihr dann im Prinzip trainieren. To orange now. So, mal hier. You can adjust the difficulty of the power meter to match your size and physical ability. Look up at the difficulty buttons and tune them up or down until you feel it matches your workout. Ach, guck mal, jetzt fühlt er sich nicht so schnell. Das heißt, ihr müsst härter trainieren, um auf Orange zu kommen oder auf Rot. Und das wird dann nachher wahrscheinlich die Fortbewegungsgeschwindigkeit sein, denke ich mal. The white dots ahead of you represent the path you can take through the Google Street View images of the world. Okay. You've got Ach, company. Guck mal da. Partner. The trainer ahead of you will perform moves that you can copy or decide to move in your own way. Okay, das heißt, da können wir entweder nachturnen oder eigene machen. Select continue to begin your first ride. Okay, unser first Start ride. Moving now. Feel free to look around while the Exer board automatically steers to follow the white dots. Guck mal, so bewegen wir uns fort. So geht's dann jetzt hier mit den Controllern. Die entsprechende Bewegung. Ja, das da vorne ist dann quasi unser Gas-Button und den können wir füllen, indem wir hier uns bewegen. So könnten wir jetzt auch machen. Okay, wir machen einen Break. Und dabei bewegen wir uns hier wirklich durch die Street View-Daten. Look up to check out the heads-up display. It shows how many coins you have, how much of a ride is remaining, and your fitness stats. Below that is the pause button, which you'd normally hit to go to the pause menu, but just click it now to continue. Ach, das ist hier der Pause Button bzw. Menü Button. Next, we want to show you some riding options that can help with VR comfort and immersiveness. You would typically change these from the pause menu, but we'll try each one together now. The first option is to change your riding perspective to third person to see your own avatar. Click continue to make that change. Okay, also wir können auch in der third person pass. There you are. Now ride to the next coin along the road to see how it feels. Then stop again. So, wir fahren ganz schnell. Wir fahren ganz schnell. Komm, 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 komm. Ja! Okay, mal wieder ernst hier. Nicely done. Let's take a break. Also, was soll das denn? Third person verstehe ich ja nun mal gar nicht. It also allows you to turn wherever you want when creating Ach, wir können jetzt lenken durch die Kopfneigung. Tilt your head to the left or right as you're moving. Aber wir haben ja auch keine Möglichkeit, das Tutorial irgendwie zu überspringen. Continue to the next coin and stop again. Okay, also. Ach, guck mal. Ja, okay. Ja, guck mal, ach, guck mal, das ist so ein pixelig Übergangsmodus von Bild zu Bild. Seht ihr das?
Let's take a break. Komm her, nochmal. So, das ist interessant gemacht. VZ Fit comes with dozens of suggested rides, but you can also create your own rides all over the world. Ah, okay. Also wir können überall alle Street View Daten abfahren. Ist ja geil. Go to Paris. Welcome to Paris. Oh. Cities have more traffic and buildings, so rides can look better in city mode. You can always turn that on during a ride from okay, jetzt ist natürlich doof, dass da die Autos entgegenkommen, ne? Das ist, fahren wir dann über die Autos, switch to city mode. Notice how City Mode draws a virtual road and makes buildings appear more solid. Ja gut, das ist, macht natürlich you can mehr also Sinn. See points of interest along your path. Okay. Ah, und dann sehen wir sogar noch Points of Interest. Wie geil ist das denn? The finish rides. The first time you finish any ride, you'll receive double the coins you collected along its path. Ride to the finish line now to claim your bonus. Okay, also jetzt zur Finish Line. Mal gucken, was macht sie denn da für Übungen nach vor? Dann machen wir es jetzt mal nach. Ne, guck mal, sie macht immer nur den hier. Move your body! Du cross the gate! Ja, ja gut, das sind halt die Street View Daten, ne? Die Fotos, die transformieren sich so ineinander. Das ist dann. Ist schon ganz nett gemacht, aber ne, ist jetzt nicht so das Gefühl, als wäre man wirklich hier. Aber ist halt ein bisschen spannender. Ne, guck mal, da oben sieht man beispielsweise, hat er auch das falsch transformiert, da das Gebäude weiter hinten ist. Da, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne, das ist, hat das Gebäude einmal so klack abgeschnitten. Head for the coast. Okay. You can keep more engaged during a ride by completing workouts. Wir kriegen jetzt ein Sample Workout. Keep it moving. Almost there. Woo. Keep it moving, almost there. Ich mach das viel zu schnell, ne? Ach, guck mal, da oben wird dann angezeigt, weiß, in welchem Block wir uns gerade befinden. Jetzt sind wir gerade im mittleren Block. Da über ihrem Kopf sieht man das Quad Strides. Ach, ich muss jetzt noch seitlich. Nee, mach ich nicht. You're on fire! You're on fire! Ja, das geht ordentlich in die Arme, ne? So. Ja, doch. Great workout. Kann ich mir vorstellen, dass das hier als Workout funktionieren kann. Okay. So, also er hat uns jetzt gerade nochmal darauf hingewiesen, wenn wir irgendwie ein Fitness-Device haben, können wir das hiermit auch verbinden. Ich muss euch jetzt nämlich was zeigen. Ich habe nämlich jetzt, also ihr habt gesehen, es geht halt auch ohne Fitness-Device. Ich habe uns hier mal was geholt, den Wahoo Cadence, den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung, wenn ihr euch dafür interessiert. Das ist ein kleines Bluetooth-Gerät, was ihr euch quasi an euer Fahrrad, an euren Crosstrainer oder was weiß ich klemmen könnt, das die Bewegung trackt. Das könnt ihr per Bluetooth mit eurer Oculus Quest in VZ Fit verbinden und der erkennt dann automatisch, dass ihr euch fortbewegt und in welcher Intensität ihr euch fortbewegt und übersetzt das in die Fortbewegung ins Spiel. Das Ding kostet ungefähr 40 Euro. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr das darüber kauft, wenn ihr auch Interesse habt, dann unterstützt ihr so ein bisschen die Zockstube. Ich kriege dann irgendwie ein Prozent 2 von. Ist nicht gesponsert, ist einfach nur eine Empfehlung von mir, die ich jetzt mal ausprobieren möchte. Und dazu habe ich mir jetzt hier so ein kleines Fitnessfahrrad geholt. Für 20 Euro auf eBay Kleinanzeigen, wo ich den Sensor angebracht habe. Also der, ich halte mal fest, der Sensor. Was willst du denn? Der Bluetooth-Sensor hat doppelt so viel gekostet wie das Fahrrad. Aber ich möchte euch das Ganze jetzt mal gerne auf dem Fahrrad zeigen, wie das funktioniert. Dass das mit der Armbewegung funktioniert, habt ihr ja gerade schon gesehen. Also ihr braucht das nicht zwangsläufig, aber ich möchte euch das halt auch mal so zeigen. Ja? Okay, und jetzt gucken wir mal wieder rein. Können sagen, Connect Device. Das Ganze, der Paketumfang war eben dieser kleine Tracker. Dann habe ich den an die Innenseite von dem Pedal geklemmt und jetzt können wir sagen Connect. Und ich muss jetzt einmal Gas geben, weil durch die Bewegung wird der Bluetooth-Tracker aktiviert. Und jetzt sagt er Connected to Wahoo Cadence. So, also, so funktioniert das Ganze und dann seid ihr auch schon connected.
Press to begin. Jetzt müssen wir uns hier nur, ja komm, ich pack's mal hier hin, dass wir es dann haben. Jetzt machen wir mal start a ride. Find a ride, create a ride. Ich guck mal, find a ride, was ihr hier alles habt. Suggested, sort by, oldest, newest, straighter, Sweden, haben wir irgendwie was in Germany. Ansonsten möchte ich jetzt einfach mal, ich fahre jetzt mal, wo ich studiert habe, in Berlin. Tresco. Allee. Ja, Karlshorst, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Oh. Ah, okay, guck mal, so könnt ihr dann einfach triggern, wo ihr hin wollt. Und ja, ich weiß es gar nicht, wir müssen hier hin. Da. Und jetzt können wir einfach sagen, jetzt haben wir den Start und den Endpunkt festgelegt. Und jetzt können wir einfach auf Go gehen. Jumping to Location, jetzt sitzen wir hier schon am Fahrrad. Da sieht es natürlich nicht schön aus. Ah, wir sind an der S-Bahn-Haltestelle Karlshorst. Hier bin ich immer mit der S-Bahn angekommen. So, und jetzt trete ich mal. Hab ich, ja, okay. Hallo? Wir können auch mit dem Controller klingeln. Jetzt fahren wir leider nicht weiter. Ist der Startpunkt hier irgendwie verbuggt? Start Ride, Create Ride. So, wir bewegen uns jetzt fort. Na, guck mal, wir sehen, wir fahren, aber irgendwie... Guck mal, ja, an jeder Stelle funktioniert das noch nicht so ganz perfekt. So, und jetzt starten wir einen Ticken weiter hinten und dann gehen wir nochmal dahin. Irgendwie war ja die Startposition hat nicht funktioniert. Okay. Ja, jetzt sind wir ein Stückchen weiter, ja. Die Straßenbahn ist jetzt nicht so schön gemacht. Wie können wir den City-Mode anmachen? Stats, ne? VR. Country City. So, da ist der City-Mode. So, und jetzt können wir fahren, oder? Jetzt geht das. So, guck mal, das dauert ein bisschen. Ah, guck mal jetzt. Das dauert ein bisschen, bis er das übersetzt hat. Ja, ist jetzt natürlich, die haben uns gerade natürlich was rausgesucht, was richtig gut funktioniert. Jetzt fühle ich mich hier wie eine Ameise. Ich kann mich aber ehrlich gesagt gar nicht erinnern, dass das so aussieht. Guck mal hier. Ja, ist, oh, ist da natürlich, was jetzt so die normale Stelle angeht, oder so eine normale Stelle, die er raussucht, blöd, ne? Sieht gerade nicht so toll aus. Ich gehe gleich mal wieder zurück zu Suggested. Wohin fahren wir denn jetzt? Ist der, ach, guck mal, der Streetview-Wagen ist hier rüber gefahren. Fahren wir auch hier rüber? Ist denn nicht so schön? Ja, und zu dem Bluetooth-Sensor, die Daten, also wenn wir anfangen zu trampeln, das dauert so ungefähr eine Sekunde, zwei, bis es dann angekommen ist. Guck mal, hier haben die einfach so einen Block drum gepackt. Ja, das sind dann natürlich Automatismen, aber das sieht jetzt hier nicht besonders schön aus. Ich zeige euch lieber mal was. Oh, was dann suggested ist. Sedona, Arizona, machen wir das. So. Ja gut, dann fahren wir mal. Ja. Also, ja, es ist ein ganz nettes Gefühl. Es ist auch gar nicht schlecht. Ja, guck mal, da fahren die Autos vor uns weg, wa? Ja, fahren wir die Strecke quasi rückwärts, wie sie aufgenommen wurde und das Auto hat den verfolgt. Der City Mode, der passt hier auch nicht so richtig. Wohin fahren wir? So, schön auf der Straße bleiben. Hol wieder den City-Modus aus. Country. Wir sind da. Going up the country. So, jetzt aber. So, jetzt guckt mal, ich fange jetzt mal an zu trampeln. Oh, wie lange das dauert, bis der reagiert. Ja, doch, das können auch schon gut 3 Sekunden gewesen sein. Aber danach trampelt ihr halt selbst. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Boah, das Fahrrad quietscht nicht. Ich hätte noch mal ein bisschen WD-40 dran tun sollen, bevor der Aufnahme. Mit dem Kopf könnt ihr dann wieder lenken. Ja, es sind halt die Streetview-Daten, ne? Das hilft alles nichts. Und mehr kannst du da am Ende auch nicht draus machen, als dass die ineinander übergehen und dass da Autos vor dir und hinter dir sind. Wer die Katze entfernt, wird so einen Baum hochreiten. Also ihr könntet jetzt das jetzt hier auch alles auf diesem komischen Trampolin mit euren Handübungen machen.
Aber da muss ich sagen, finde ich jetzt so einfach schon besser. Was ich euch auch empfehlen würde hierzu, ist dann halt, immer wenn ihr Sport macht mit der Quest, holt euch von VR-Cover ein Ledercover. Habe ich euch hier auch schon in der Zockstube gezeigt. Sonst geht ihr gut, ihr einfach mal VR-Cover Oculus Quest 2. Dann holt ihr euch da was Schönes. Die sind nämlich aus Leder. Ich merke nämlich jetzt gerade, man fängt schon so ein bisschen an zu schwitzen. Und wenn ihr dann die Quest abnehmt, könnt ihr einfach das Leder abputzen. Und so saugt sich das ja voll wie ein Schwamm. Ist nicht so geil. Ja, guck mal hier auch die Schilder. Da denkt ihr dann irgendwas ist im Hintergrund. Ja, das ist so ein Algorithmus, der dann den Vordergrund vom Hintergrund trennen möchte. Und das klappt ja mal besser, mal schlechter. Aber man hat wirklich trotzdem ein schönes räumliches Gefühl, jetzt zumindest hier bei dieser vorgefertigten Strecke. Gerade in Berlin war das eine Katastrophe. Also wirklich. Ne, also denkt jetzt nicht, ihr könnt einfach langfahren und das funktioniert ohne Probleme. Da macht euch der Algorithmus einiges kaputt. Dafür schafft er halt hier beispielsweise, dass man wirklich den Eindruck hat, da ist der Berg. Also das kriegt er aus dem normalen Bildmaterial hin. Und das finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Also man hat hier wirklich so ein räumliches Feeling. Man sieht auch da hinten, kann man so in die Berge gucken. Der Vordergrund verschiebt sich dagegen, was der ganzen Sache schon eine gewisse Tiefe gibt. Also muss ich schon sagen, das ist dann wieder gelungen irgendwo. Aber an manchen Stellen sieht man halt, das sind so, ja, wie so Potemkinsche Dörfer. Ne? Das ist irgendwie wie so eine Pappwand, die angemalt ist mit den Zeugs. Aber gut, das muss über einen Algorithmus auch erstmal klappen, ne? So, und überall habt ihr hier noch die Wasserzeichen von Google, das ist sehr strange. 2019 Google. Ja, und die Übergänge, die sind halt immer so, das wird so krüsselig, wie ihr seht, ne? Und dann geht's ins nächste Bild über. Also ich finde die Idee sehr gut, aber ob er die jetzt unbedingt was ist für mich? Vor allem für 8,99 Euro im Monat, Leute, ey. Ich muss gleich mal gucken, wie man das kündigt, weil in dem Moment, wo ihr das Kostenlose anstellt, dass ihr die Probewoche machen wollt, wird direkt gesagt, hier, zack, Monatsabo. Also ihr schließt dann quasi schon den ersten Monat mit ab. Jetzt muss ich mal gucken, ob man das dann noch kostenlos stornieren kann. Aber für euch würde ich natürlich auch die 8,99 Euro in Kauf nehmen. Das ist die erste Monatsgebühr. Wir haben eine Münze gesammelt. Sehr geil. Ach, guck mal, da oben seht ihr auch, wie viele Umdrehungen ihr habt. Wie lange ihr schon fahrt und ja. Ja, Leute, hier habt ihr viele, viele Strecken. Komm, eine gucken wir uns noch an. Eine andere. Ach, guck mal hier, schön. Das wird Norditalien sein. Bei der Alpen dran. So, komm, fahr. So, schön. Ja, Leute, es ist schon der Wahnsinn, ne? Wenn jetzt darauf noch Bilddaten optimiert werden und vielleicht diese Firma genug Geld einnimmt, dass die eigene so kleine Street-View-Wagen losschicken kann, die dann auch wirklich die Raumtiefe messen und das von dem her erfassen und dann gewisse Strecken so voll optimiert wiedergegeben werden, ist das schon der Hammer. Aber dann wäre es halt auch schön, wenn man wirklich, wenn die da wirklich als Video langfahren und dann nicht Bilder in Bilder übergehen lassen. Jetzt hier mit dem Auto vor uns ist ja beispielsweise total bescheuert, ne? Ja, und ich denke mal, das hat doch jetzt gereicht, um euch mal einen ersten Eindruck zu geben. Wie ist denn mein erster Eindruck von der Anwendung? Licht und Schatten. Also ich finde es ganz gut, aber als monatliches Abo, sorry, finde ich, geht das gar nicht. Wie seht ihr das denn? Schreibt es mir in die Kommentare, bin da einfach gespannt von euch zu lesen. Aber 8,99 im Monat, ich weiß nicht, das ist hier so eine Spielerei. Da hätte ich lieber das so gehabt wie bei Wanda, sag ich mal. Einmal 10 Euro bezahlt oder meinetwegen auch 20 Euro dann dauerhaft nutzen. Aber ganz ehrlich, 8,99 im Monat sehe ich nicht. Hier und da, also das mit den Übergängen, ich finde die Idee sehr gut. Also nochmal dazu. Ich finde das hier auch gerade nicht verkehrt rumzufahren. Aber man muss sich ja mal die Frage stellen, ist mir das 8,99 Euro pro Monat wert? Im Moment habe ich sowieso den Eindruck, dass im Questor so ein bisschen die Abo-Initiative läuft. Mit dem Update 28 sind jetzt nämlich auch Abos möglich. Nicht ganz so geil. Für mich kommt sowas halt nicht in Frage irgendwie. Ich will einmal lieber mehr bezahlen, anstatt bescheuerte Abo-Modelle. Aber das sieht man ja auch schon bei den ganzen Smartphones, beim Google Play Store.
Da gibt es dann die App kostenlos wie hier und dann ziehen die dir nachher das Geld aus der Tasche. Dafür bietet es wirklich zu wenig. Dann muss man da auch ehrlich sein. Monatlich würde ich hierfür nicht bezahlen. Einmalig in 10er, 15 Euro, ja, kein Thema. Monatlich werde ich wahrscheinlich davon Abstand nehmen. Aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Wenn ihr euch für den Tracker interessiert, den ich hier an diesem Billow-Fahrrad angebracht habe, findet ihr den Link auch in der Videobeschreibung. Ciao, Leute! Das war mein erster Eindruck zu VisiFit. Wollt ihr mehr First Impression Videos zu allen Games auf der Oculus Quest sehen, dann schaut mal in diese Playlist. Außerdem empfehle ich euch mein aktuellstes Video. Wollt ihr nichts mehr verpassen zur Oculus Quest, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!